Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, ich schwitze mir den Arsch hier weg. Es ist scheiße warm bei der Aufnahme hier, aber ich brauche Videos für euch, darum schwitze ich hier. Ich glaube, ich habe so viel Kleidungsstücke an wie der Zwerg hier vorm Rechner. Aber nun denn, wir müssen weiter in das Chaos in den Arsch treten. Fortune is with us, Spraggy Axebiter. The Harbinger may have tricked us, but her arrogance may yet be her undoing. I like the sound of that. Go on. When she attacked you at the temple, you managed to wound her before she could escape. Bah, I barely nicked her. All wounds bleed, dwarf. A few tiny drops were all I required. Using the proper rituals, I was able to track the Harbinger to her lair. Well, what are we waiting for? Let's go! It's not so simple as that. The path to the Harbinger leads into the realm of chaos itself. I must prepare for what lies ahead, as should you. When you are ready, join me inside the tower in Nuln. Ja, wir sind ready. Dann ab nach Nuln. Oder Nuln? Wie sprach man das in Deutsch aus? Egal, Hauptsache, wir werden gleich ein paar Leute töten. Dämonen, whatever. It is good you are here, Braggy Axebiter. I have been to see Magnus, and the news is grim. His strength is failing. We must act now, or all is lost. What must be done? The Harbinger's lair is within a fortress of Tzeentch, which lies in a region of the Realm of Chaos ruled by the Changer of Ways. As such, she is under the protection of a mighty demon prince, whose power shields the fortress from attack. Defeating a demon prince in its own realm is no easy task. You must weaken it first by destroying its minions and its sources of magic. I will open a portal to the realm of chaos and send you through. I will hold it open from here and stand watch to keep it secure. Use the runestone when it is time to return. Fine, fine. What do you need from me? We must first learn the name of the demon prince. That will tell us much about its sources of power. You must force one of the Demon Prince's lieutenants to give up its master's name. Nothing could be easier. Now, where do I find this demon lieutenant? Fear not. Once you've caused enough trouble, it will find you. Ja. Dann ab ins Chaos. Mal gucken, wie es da aussieht. Ob es da auch Wälder und Jägerzäune gibt. Lassen wir uns mal überraschen. Im Reich der Chaoten. Ich hoffe, ihr hört das Pusten nicht von meinem Ventilator. Wenn ja, bitte ich dies zu entschuldigen. Oh, haben wir ja hübsch eingerichtet hier. Oh, was ist das denn? Ach, diese blauen hässlichen Teile. Ich weiß nicht, mit dieser... Ich kann mit vielen vom Chaos was anfangen, aber mit denen am wenigsten, ja. Ich hoffe, der Endgegner wird auch so einfach wie die kleinen Viecher hier. Ob das auch so mit Arbeitssicherheit hier so okay ist? Hier ist ja kein Geländer dran. Da kann man ja runterfallen.
Ein so ein scheiß Zauberheini. Ich würde da gerne mal näher ranzoomen. Weil ich kenne die kleinen blauen Viecher gar nicht. Oh ja, hier ist ein Geländer dran. Das ist vorschriftsmäßig. So ist gut. Echt wegen so ein, zwei kleinen. Das sind ja die Menschen eher die Bedrohung. Habe ich gerade gesehen, dass da was Blaues auf dem Boden brannte? Oh ja. Was war das denn gerade? Ich hoffe, nee, es könnte sein, dass ich im Hintergrund noch, ich hatte aus Versehen vorhin Battlefield 5 angeklickt und da zieht automatisch irgendwie das Update runter. Das ist halt immer so, ich wollte vorhin einfach mal einen Shooter spielen, guckst du auf den Rechner, ja, Tarkov ist wieder so ernst, oder Tarkov, da kannst du ja nicht so einfach rumlaufen, wild rumballern. Von Hand waren die Server auch down. Und dann dachte ich mir, ja komm, machst du mal Battlefield 5 an und wie das immer so ist, wenn man ein Spiel schon lange nicht mehr gespielt hat, erstmal Updates laden. Dann hatte ich keinen Bock auf Updates. Dann dachte ich mir, ach komm, schmier Warhammer Chaos Bane und dann wird das schon passen. Wie ist das bei euch so? Habt ihr auch so manchmal das Verlangen, einen schönen Shooter zu spielen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Vielleicht bin ich auch nur einfach komisch. Und nur ich habe manchmal den Drang, einfach mal rumzuballern. Genau, crush da alle weg. Oh, der ist da noch hässlicher. Oh, da brennt es richtig bei den Viechern. Das heißt, da müssen wir weg. Ja, wir brennen. Das ist doof. Also ich finde die Dinger wirklich hässlich. Also nicht schön eigentlich. Auch nicht schön hässlich. Einfach hässlich. Let's give them a little respite. Also auf in der Hölle ist ja auf jeden Fall viel los. Mal auf mit deinem blauen Leuchtekram hier, du Zwerg. No, I need more time. Ganz viel Gold. Ja, wir müssen ja sparen für den nächsten Endgegner. Wenn wir da sterben, kostet es bestimmt auch wieder 20.000 oder so. Das mit dem Messerwerfen lohnt sich richtig jetzt durch mehrere Gegner. Macht richtig Spaß. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Butter bei den Fische hier. Das Level ist ja schon mal abwechslungsreicher als das letzte Kack-Wald-Level mit diesem Schnee halt. Das war ja fast immer identisch. Guckt euch an, hier haben wir diese hohen Gänge, die, ja, wo das Geländer fehlt. Sieht auch ganz nett aus hier quasi. Und dann hast du hier so schöne Steine mit magischen Türmen. Warum jetzt? Warum macht man sowas nicht vorher? Sieht doch ganz geil aus hier. Die Viecher sind zwar scheiße, aber sehen für meinen Geschmack nicht gut aus, aber hier, dieser Boden sieht toll aus. Warum macht man das nicht vorher? Warum jetzt? No, I need more time! Thank you.
Ich meine, man kann ja so einen Wald nicht so toll machen wie das jetzt hier. Das ist ja ganz klar. Aber man kann ja auch mal da vielleicht mal einen Wasserfall einbauen, richtig geil. Oder eine tolle Höhle oder so. Keine Ahnung. Das sieht doch schön aus hier. Oh, da kommen wir wahrscheinlich hinten runter. Da ist er. Das scheint ein bisschen größer zu sein, der hier. Aber den hauen wir auch auf die Fresse hier. Wir hauen ja alles kaputt. Wir sind ein Zwerg. Schlecht gelaunt. Der hat keinen Kaffee gehabt. Kein Met. Oh, das sieht doch auch cool aus. Hier. Das haben wir auch jetzt zum ersten Mal gesehen. Here I am, Demons. Fight me if you dare. Wir spielen 10 Minuten und die Map hier quasi, das Gelände ist besser als das von den letzten Stunden, was wir gespielt haben. Face me, you cowards, or by my ancestors, I'll tear this place apart. Ja, wir haben noch nicht genug Krach gemacht, also das war noch nicht alles. Wir müssen da noch mehr Leute oder Dämonen schlachten. Das reicht bei langem noch nicht. Who dares invade our realm? Achso, der hat so einen Vogelkopf. Boah. Tentakeln hinten. Weiß ich nicht. Da gefällt mir das Modell, was ich hier noch habe, von der Chaosbrut. Irgendwo habe ich noch eins mit so vielen Augen. Na gut, hat nur ein Auge. Entschuldigung. Aber gefällt mir. Ach, auf dem Rücken hat es noch ein paar Augen. Warum auch immer. Das Modell gefällt mir besser als das da. Das sieht irgendwie auch so nicht so schön aus. Seize that warp! We will offer up his agonies as a gift for our master! Korn und Chaos ist, Chaos sag ich, Nörgel, das sind so meine Chaoten, die ich cool finde. Und auch schön. So. Ach, der ist jetzt noch gar nicht hier, den müssen wir ja erstmal suchen, ja. Auch das ist jetzt mal richtig cool. Dass die Kamera nach oben geht, damit wir sehen, wie tief es runtergeht. Ich wette mit euch, die haben die Level aufgeteilt. Die haben die Level aufgeteilt. Keine Ahnung, Peter hat das Level 1 gemacht, Sabine Level 2. Und die Person, die das Level gemacht hat, das ist eine Person, die mal im Level-Design was machen kann hier. Die Person hätte die anderen Level auch machen sollen, finde ich. Naja. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit meckern. Aber wie gesagt, es geht ja. Es sieht doch gut aus. Das sieht doch geil aus hier. Ich find's cool. Na gut, es ist noch neu. Mal gucken, wie ich das in 5 Stunden finde. Ah, geht weg, ihr Kackviecher. Ach, kommt. Sogar Ganten sind eine Schönheit gegen euch. Echt. Oh, die haben Leuchtebälle in der Hand. No, I need more time. Gefallen mir trotzdem nicht. Auch mit Leuchtebälle können die mich nicht überzeugen. Oh, achso. Ah, die gehen einfach mal links. Ich will gucken, ob es da eine Truhe gibt. Da ein Auge. Da ist ein Auge. Cool. Warum auch immer. Ich sag mal, das ist ein Motivierter hier. Einmal kurz. Oh, das müssen wir auch einsammeln unbedingt. Ihr müsst sterben. Hat das vorher auch schon grüne Spitzen gehabt? Oder ist mir das jetzt erst aufgefallen? Ja, ich komme ja schon. Geh weg mit deinem Leuchtekram, das geht noch besser.
hier? Oh, hier geht's auch weiter. No! I need more time! Stufenaufstieg, Blutspur, was ist das? Oh, ihr Granatwerfer hier. Nervt mich ja noch mehr als diese Axtleute, die immer ihre Axt hinterherwerfen. Auch diese Symbole. Die Symbole finde ich eigentlich ganz toll hier. No, I need more time. Oh, ein Bogenschütze. Den haben sie auch mal wieder ausgegraben. So ein Ziegenmensch. Ich glaube, das waren die aus dem Level 1, ne? Ah, jetzt wird zu viel Feuer. Brennt euch selber ab, der Mensch. Ah, Mr. Motivation. Oh, der hat da auch ein paar Zauberbälle gelassen. Oh, da ist sowas. Den Anhänger von dem Vorfahren nehmen wir auch mal mit. Es gibt nur Ärger mit dem Vorfahren. Das wollen wir nicht. Die Truhe ist ja ganz schön abgespaced. Praktisch. Eine praktische Truhe. Oh, Nachkämpfer. Oh, destroy! Scheiße, wir sind genau richtig gegangen. Das war nicht meine Absicht. Oh, guck mal. Ach, die haben so goldene Helme. Sieht der Panne aus, aber... Naja, die wollen so ähnlich aussehen wie die Vogelmenschen, ne? Da passt das ja eigentlich wieder, aber sind trotzdem nicht... Ist nicht mein Geschmack. Wir hauen sie tot. Wir hauen sie tot. Tentakel hinten sind scheiße aus. Ja, komm, quatsch nicht. Wir wollen schlachten. Na, kommt, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Ja, fein! Gott, Prinzess hier. Gerade sagen, was ist das denn da? Was sind die Kleinen wieder? Ah, schräg nach unten gibt es keinen Schaden. Achso, wir sollen Versteck erreichen. Hat der gerade eine Bombe hingeworfen oder sowas ähnliches? Ja. Ist doch frech. Geht's, was ist denn hier? Achso, hier ist nur so ein Ausguck. Ah, hier geht's auch weiter. Gehen wir mal hier lang. Ah, war genau richtig. Da eine Truhe. Hatten wir auf der anderen Seite auch noch was? Ja, genau. Dann wird's da wahrscheinlich auch eine Truhe geben. Ach, dann leck mich doch. Wir sind ja hergelaufen hier. Ja, komm. Du kommst schon hinterher. Mr. Teleporter hier oder was? Was gibt's denn hier? Oh, doch hier so ein bisschen.
Seite. Hier ist keine. Okay. Keine Truhe. Dann können wir alles weghauen. Ganz gefährlich. Schwebt hier einfach rum. Oh, Maul. Müssen uns den Weg durchbauen. Klappt da bisher auch ganz gut. Boah, ist nicht da weggesprungen. Jetzt nehme ich da noch einen Mittelbogenschütze. Geradeaus. Ja, komm, gehen wir hier runter. Hier ist wieder so ein Ausguck mit so einem magischen Auge. Also diese kleinen kriegst du easy peasy weg, das ist absolut kein Problem und wir haben das Versteck gefunden. Ja, kriegen wir hin. Los! Die ganze Dachseite hier. Was wir. Oh, oh, oh! Was wir auch machen können, habe ich ja. Dann sind wir gleich fertig. Scheiße. Das hätte ich zuerst machen sollen. Strike me, Dwarf, and be damned! I will curse your name for all time! Stuff your curse! I'll make you a deal, demon! You tell me your master's name, and maybe I won't chop you into little pieces. My master is known by many names, Dwarf. Not even I can remember them all. One will suffice, wretch. Are you going to start talking, or do I start chopping? Stay your hand. I will tell you this secret. Make of it what you will. My master is Oxarov the Desecrator. That is my gift to you, Dwarf. And my curse. For it will be your undoing. Klingt ein bisschen wie Gollum, oder? Ach, jetzt soll ich ihn doch töten. Ja. War ja mal überhaupt kein Problem. Gibt's hier noch ein bisschen Gold? Ja, das Gold fällt ja immer runter. Das finde ich auch ein bisschen bescheiden. Dass das Gold immer so 20 Meter weit wegfliegt. Und wenn eine Treppe in der Nähe ist, automatisch die Treppe runter. Weil wie ich gesehen habe, müssen wir eh gerade die Treppe runter. Den Tor? Nee. Doch oben. Blind. Wo ist dieses... Ach so. Entschuldigung. Blind. Den Leuchteboden habe ich nicht gesehen. Darf ich... nichts machen? Danke. Konnte ich jetzt nicht hier irgendwelche Sachen spenden oder so? Haben wir überhaupt was Geiles gefunden? Ja, verbessert schon einen, aber will ich nicht. Kritische Treffer, Schaden, extra Gold. Das nehmen wir auf jeden Fall, das kommt. Der Rest überzeugt mich so nicht. Und kann somit weg, wenn ich hier jemanden finde, den ich das alles mal in die Hand drücken kann. Wo war der Typ? Ah, hier. Nö, komm.
Und tschüss. Hau weg die Scheiße. You were gone for some time, Braggy Axe-Biter. I had begun to fear the worst. Tell me, what have you learned? Axarath the Desecrator! That's the name you're looking for. I know that name. It is a powerful demon, ancient and steeped in corruption. Ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass es ein nicht mächtiger Dämon ist. Natürlich ist er mächtig. Sie sind alle mächtig. I must consult the law and learn what I can about Axarath. Return to me when you are ready, but be prepared. The worst is yet to come. Aufgabenbelohnung plus 1. Fertigkeitspunkte. Aber nur ein. Steinhart. Sind wir jetzt? Oh, 13. Warte mal, 13 Punkte. 13 Punkte. Was war denn unser Sprung? Ne, es war der Amboss. Warte mal. 4 ist der Sprung. War auch schon Stufe 3. Okay, warte mal. Irgendwas wollten wir doch nehmen, hatten aber nicht genügend Punkte. Ah, was waren das? Wieder Messer werfen? Oder eine Standardwaffe? Nee, das ist schon auf Stufe 3. Schnetzel überragend. Hm. Ich meine, diese Sprunggeschichte, die könnte man auch nutzen. Die ist ja nicht verkehrt. Was hat man noch so als passive Fähigkeiten? Vielleicht war was da dabei. ...20% mehr Schaden und maximale Gesundheit. Hat man das nicht irgendwie auch genommen? Irgendwas mit Schaden? Genau. Erbarmungsloses Gemetzel. Da kriegen wir 40% Gesundheit. Ist natürlich auch geil. Aber ich glaube, wir nehmen das hier. Kriegen wir das da reingezaubert? Oh ja, haben 8 Punkte. Haben wir noch 8 Punkte? Warte mal. Kriegen wir. Da brauchen wir nicht. Aber das hier 20% haben wir zwar schon. Damit wir könnten quasi... Die maximale Energie wird erhöht. Hm... Erfahrungsbonus. Ah, aber wir brauchen ja 12 Punkte. Obwohl, der 6 ist auch schon nicht schlecht. Durch Bluten entsteht mehr Schaden. Maximale Gesundheit plus 10 und hier haben wir extra Gold. Ich schmeiß das extra Gold raus und wir nehmen dies hier. Türkische Qualen. Oder gibt es einen Haken? Verschafft ihr einen Schadensbonus gegen Feinde mit geringer Gesundheit? Ach so. Egal. Extra Gold brauchen wir nicht. Hauen wir das da rein. Und das ist, glaube ich, schon Stufe 3, ne? Dieser Axthiebwurf, ja genau. Das haben wir nie genutzt, weil das irgendwie doof ist. Und das brauchen wir 15 Punkte. Wir haben noch 2 übrig. Das wird nichts. Fürs nächste Mal. Jetzt gibt es weniger Gold, aber wir haben ja einen Haufen Gold. Das sollte, glaube ich, nicht unser Problem sein. Wie viel Gold haben wir? 221.000. Na gut. Bei den letzten Gegnern hätte man nicht so viel sterben dürfen. Ach, was soll's. Kommt, das reicht. Was sagt das Tacho? Tacho sagt, wir beenden das Video jetzt mal. Und machen mal einen Break. Und ich würde sagen, nächstes Mal geht's weiter. Mal gucken, wie es weitergeht mit den Chaoten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Haut rein. Ciao.